Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal Dr. Blodarek Life Coaching. Ich bin Eva Blodarek, Diplompsychologin, Coach und Buchautorin. Und hier geht es um 10 Sätze, mit denen Sie Selbstvertrauen gewinnen. Vielleicht sind Sie jetzt skeptisch und sagen sich, was soll denn schon ein einzelner Satz ausrichten? Ich versichere Ihnen, diese Sätze können eine Menge bewirken. Es handelt sich dabei um sogenannte Affirmationen. Der Begriff kommt aus dem Lateinischen affirmare und das bedeutet bestärken, bekräftigen. Es sind Sätze, die Ihr Denken in Richtung Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen unterstützen können. Als Lippenbekenntnisse nützen sie allerdings nichts. Dann können Sie sie gerne so oft wiederholen, wie Sie möchten. Es wird nichts bringen. Sie müssen den jeweiligen Satz in sich aufnehmen. Horchen Sie in sich hinein, was er in Ihnen auslöst. Ist es Erleichterung und Freude? Dann gut so. Schwelgen Sie in dem Gefühl. Es zeigt, dass der Satz wirkt. Oder es kann ja auch eine andere Wirkung haben. Ist es Traurigkeit und Widerstand, die in Ihnen auftauchen? Dann befassen Sie sich damit und arbeiten Sie dagegen an. Gehen Sie in jedem Fall davon aus, dass die Sätze, die ich Ihnen gleich nennen werde, die Wahrheit sind. Fangen wir doch gleich mit dem ersten Satz an. Er lautet: Ich bin gut genug. Wie geht es Ihnen, wenn Sie diesen Satz denken, ich bin gut genug? Ich vermute mal, da taucht sofort ein innerer Widerspruch auf. Mir geht es jedenfalls so. Mir fällt dann sofort ein, was ich noch lernen müsste oder wofür ich nicht gerade die Heiligsprechung bekommen würde. Wenn so etwas auch bei Ihnen auftaucht, dann ignorieren Sie es bitte. Bei diesem Satz geht es nämlich nicht darum, ob Sie sich nicht noch hier und da verbessern könnten. Es geht darum, dass Sie als Mensch völlig in Ordnung sind und zwar so, wie Sie sind. Entspannen Sie sich also. Sie sind gut genug. An den Details können Sie gerne feilen, aber die Basis, die ist perfekt. Dann kann ich Ihnen den zweiten Satz weitergeben. Der lautet: Ich traue meinen Gefühlen. Ihre Gefühle sind Ihr inneres Navigationssystem. Die Natur hat sie Ihnen mitgegeben, damit Sie immer wissen, was Sie tun sollen. Wie kommt es dann, dass Sie diesen Satz eventuell nicht bejahen können? Tja, das liegt daran, dass man Ihnen schon früh Ihre emotionale Wahrnehmung ausgeredet hat. Etwa mit Sätzen wie, ach, das ist doch nicht so schlimm. Oder Ihre Gefühle durften nicht sein. Sie haben dann gehört, stell dich nicht so an. Und auch im Erwachsenenalter kann man Sie noch gefühlsmäßig irritieren. Etwa wenn Sie hören, ach, du bist so spießig oder sei doch nicht so empfindlich. Ich sage nur, doch. Und ich möchte Sie ermutigen, Ihren Gefühlen unbedingt zu trauen. Und zwar auch dann, wenn sie manchmal übertrieben erscheinen. Zum Beispiel, wenn sie heftig auf einen wunden Punkt reagieren. Ihre Gefühle sagen Ihnen immer die Wahrheit über sich selbst, über eine Situation oder über einen Menschen. Deshalb nehmen Sie sie ernst. Mein dritter Satz lautet: Ich bin attraktiv. Lassen Sie mich raten, Sie finden sich nicht schön genug oder nicht attraktiv genug. Zu dick, zu klein, zu kurze Beine, Falten, schlaffe Haut, Schlupflider, dünne Haare, eine Hühnerbrust. Na, was sonst noch? Jedenfalls reicht es, um sich nicht attraktiv zu finden. Hören Sie auf, sich an einer gesellschaftlichen Norm zu messen. Hören Sie auf, sich zu vergleichen. Sie sind auf Ihre Art schön und attraktiv. Also Schluss mit der verheerenden Selbstkritik über Ihr Äußeres. Ich sage Kopf hoch, lächeln Sie und loben Sie innerlich, was Ihnen an sich gefällt. Seien Sie davon auch gerne mal begeistert. Sie werden staunen, wie positiv sich das auswirkt, auf Sie selbst und auch auf die anderen. Mein vierter Satz, der Sie ermutigen soll und Sie selbstbewusst machen soll, lautet: Ich habe das Recht, meine Interessen zu wahren. Es gibt viele gute Gründe, warum Sie Ihre Interessen zurückstellen. Sie wollen nicht egoistisch sein. Sie möchten ein guter Mensch sein.
Sie sind empathisch und fühlen mit anderen mit. Sie wollen niemand kränken. Sie haben Angst, abgelehnt zu werden. Also trauen Sie sich nicht zu widersprechen oder Grenzen zu setzen oder auch mal Nein zu sagen oder Forderungen zu stellen. Aber das tut Ihnen nicht gut. Ich sage es jetzt mal ganz knallhart und direkt. Seien Sie nicht so feige. Sagen Sie, was Sie wollen. Es ist Ihr gutes Recht. Wer soll denn für Sie einstehen, wenn nicht Sie selbst? Also nehmen Sie sich diesen Satz auch durchaus zu Herzen. Es folgt mein fünfter Satz und der lautet: Ich verdiene Respekt. Jawohl. Niemand darf Sie demütigen, klein machen oder abwerten. Niemand darf Sie anschreien, beleidigen oder kränken. Und niemand darf auch übergriffig sein, Sie unnötig warten lassen, Sie belügen oder betrügen. Das sage ich jetzt mal ganz entschieden. Nun, es kann passieren. Ja, davor ist niemand von uns gefeit. Aber Sie müssen es nicht hinnehmen. Machen Sie eine Liste, was man mit Ihnen ab sofort nicht mehr machen darf. Schreiben Sie das gerne auf, umso deutlicher können Sie es verinnerlichen. Und sollte das dann noch einmal passieren, dann werden Sie laut und gefährlich. Trauen Sie sich. Niemand darf Sie respektlos behandeln. Dann hören Sie sich doch jetzt mal den sechsten Satz an. Der lautet: In mir steckt noch viel mehr. Auch ohne, dass wir uns jetzt persönlich kennen, bin ich mir ganz sicher, dass Sie Ihr volles Potenzial noch nicht entfaltet haben. Woher ich das weiß? Weil wir alle viel zu einseitig ausgebildet sind. Wir werden von unseren Eltern oder auch aufgrund unserer hauptsächlichen Neigung schon in jungen Jahren auf eine ganz bestimmte Schiene gesetzt. Und auf der bleiben wir dann, besonders wenn wir später schon älter sind. Hören Sie auf, sich nur über eine einzige Fähigkeit zu definieren oder sich zu beschränken, weil Sie ja aus den Umständen nicht herauskommen. Erkunden Sie sich doch mehr selbst. Was können Sie denn noch? Oder was könnten Sie denn auch noch sein? Das ist wichtig. Sie haben Ihr Potenzial noch nicht endgültig entfaltet. Und da geht noch was. Und auch spielt auch keine Rolle, wie alt Sie sind. Wir sind flexibel in unserem Kopf und in unserer Seele bis zum Ende unserer Tage. Mein siebter Satz lautet: Ich muss gar nichts. Tja, lassen Sie sich den mal auf der Zunge zergehen. Ich muss gar nichts. Sie denken jetzt sicher, ja, das ist wieder so ein abgehobener Psychologenspruch. Aber ich muss arbeiten. Ich muss Geld verdienen. Ich muss meine betagten Eltern pflegen. Ich muss den Haushalt machen. Ich muss Leistung im Job abliefern. Ich muss, naja, schon gut. Ich habe verstanden, dass Sie viel müssen. Trotzdem gilt dieser Satz auch für Sie, denn tatsächlich müssen Sie gar nichts. Sehen Sie es mal anders. Sie haben sich dafür entschieden, es zu müssen. Und darum geht es hier. Schicken Sie alles, was nach müssen aussieht, durch den Filter Love it, change it or leave it. Lieben Sie es, ändern Sie es oder hören Sie auf damit. Entscheiden Sie sich für eines von den dreien. Es ist immer Ihre Wahl, es ist Ihre Entscheidung. Sie müssen gar nichts. Mein achter Satz lautet: Ich bin es wert, geliebt zu werden. Dieser Satz ist ab jetzt das tägliche Mantra für alle diejenigen, die eine lieblose Kindheit hatten. Und es ist für diejenigen der Satz, die von einem narzisstischen Partner oder einer narzisstischen Partnerin abgewertet werden, die verlassen wurden, die sich nicht liebenswert finden. Selbstverständlich sind Sie es wert, geliebt zu werden. Lassen Sie sich nichts anderes einreden. Nur weil andere ein Problem mit Liebe haben, müssen Sie doch nicht darunter leiden. Stellen Sie sich vor den Spiegel und sagen Sie sich das so laut und so oft, wie Sie können, bis es endlich bei Ihnen ankommt. Ich bin liebenswert. Und suchen Sie sich einen Partner oder eine Partnerin genau danach aus. Oder natürlich auch Freunde und Freundinnen. Mein neunter Satz lautet:
Ich muss nicht jedem gefallen. Wir lernen von Kindheit an, uns anzupassen. Mit Belohnung und Strafe bringt man uns dazu, so zu sein, wie man uns haben will. Man nennt das auch Erziehung. Mit dem Effekt, dass sie meist auch später nicht mehr wagen, sie selbst zu sein. Man könnte sie ja ablehnen. Doch bei zu viel Wohlverhalten geht leider auch ihre Eigenheit verloren. Und das ist schade, denn damit verlieren sie nicht nur Lebensfreude, sondern auch Charisma. Und dieser Satz kann ihnen helfen, sich Ecken und Kanten zu erlauben. Mein 10. und letzter Satz lautet: Ich darf stolz darauf sein. Wahrscheinlich haben sie gelernt, dass Eigenlob stinkt. Und außerdem ist Hochmut ja eine der 7 Todsünden. Also spielen Sie Ihren Erfolg vor anderen herunter. Tun Sie das bitte nicht. Sie müssen ja nicht angeben, aber Klappern gehört zum Handwerk. Stellen Sie Ihr Licht nicht unter den Scheffel mit Aussagen wie: Ach, das kann doch jeder. Oder: Naja, so doll ist das ja nun auch wieder nicht. Oder: Naja, ist ja nur ein Ehrenamt. Oder: Ist mein Hobby. Vor allem aber machen Sie Ihre Leistung niemals vor sich selbst klein. Sie haben eine Menge geschafft. Sie haben Ihr Bestes gegeben. Sie haben etwas erreicht. Freuen Sie sich darüber. Ja, das ist meine Kollektion von 10 Sätzen, die Ihnen mehr Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein geben können. Und mit diesen 10 Sätzen haben Sie schon ein ganzes Kraftpaket für mehr Selbstbewusstsein. Ich wiederhole sie nochmal. Ich bin gut genug. Ich traue meinen Gefühlen. Ich bin attraktiv. Ich habe das Recht, meine Interessen zu wahren. Ich verdiene Respekt. In mir steckt noch viel mehr. Ich muss gar nichts. Ich bin es wert, geliebt zu werden. Ich muss nicht jedem gefallen. Ich darf stolz sein und stolz auf mich sein. Bitte notieren Sie sich jeden Satz, von dem Sie sich betroffen fühlen. Schreiben Sie ihn auf eine Karteikarte oder tippen Sie ihn in die Nachrichtenfunktion Ihres Handys. Und lesen Sie sich ihn so oft wie möglich durch. Aber bitte nicht nur oberflächlich, sondern denken Sie dann auch eine Weile darüber nach. Was bedeutet er für Sie? Was können Sie heute umsetzen? Wenn Sie das regelmäßig tun, dann wird er seine Wirkung entfalten und Ihr Selbstbewusstsein und Ihr Selbstvertrauen stärken. Aber Sie können das auch nicht nur mit Sätzen, sondern richtig gründlich angehen. Und dafür habe ich wirklich eine Menge Handwerkszeug, das ich Ihnen jetzt gerne mal der Reihe nach vorstellen möchte. Und Sie suchen sich aus, was Sie anspricht. Da ist zunächst einmal mein Online-Kurs Selbstvertrauen stärken, gelassen ich selbst sein. Der ist für Frauen. Ebenfalls für Frauen ist der Kurs Liebe dich selbst, dann ändert sich dein Leben. Für beide Kurse finden Sie die Informationen und auch einen kostenlosen Schnupperkurs auf meiner Website blodarek.de unter Angebote. Und dann habe ich natürlich auch noch die passenden Bücher für Sie. Und zwar ist das einmal für die Entfaltung des Potenzials: Nimm dir die Freiheit, du selbst zu sein. So entfalten Frauen ihr wahres Potenzial. Und ebenfalls ergänzend, da steht aber was anderes drin natürlich: Souverän ich selbst, so gewinnen Frauen Sicherheit und Stärke. Das sind also schon 2 Bücher für Frauen. Für Männer und Frauen ist es mein Buch Jeder Mensch hat Charisma. Lassen Sie Ihre Persönlichkeit leuchten. Da finden Sie auch viele Anleitungen, wie Sie Ihr Selbstvertrauen gewinnen und auch ausspielen und dadurch besonders gut wirken. Ja, das ist schon eine ganze Menge. Aber Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein sind nun mal eins meiner Kernthemen. Ich freue mich natürlich, wenn Sie meinen Kanal abonnieren. Das ist selbstverständlich kostenlos. Wenn Sie einen Daumen anklicken, wenn Ihnen das Video gefallen hat, und wenn Sie einen Kommentar zu diesem Thema uns
schreiben. Ich sage bewusst uns, denn wir sind eine große Community, die sich auch gerne untereinander austauscht. Und von daher ist es wichtig, dass wir auch erfahren, was Sie zu dem Thema denken. Aber jetzt wünsche ich Ihnen erst einmal, dass Sie sich gerade machen, dass Sie selbstbewusst sind, dass bei Ihnen ankommt, wie wertvoll und wie einzigartig Sie sind. Und dass Sie das dann entsprechend auch Ihrer Umwelt vermitteln. Ich wünsche Ihnen alles Gute.